Hey ho und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Have Fun. Dieses Mal mit Diablo 3. Tja, als das Spiel rauskam, habe ich ja gesagt, ich werde dazu nie ein Video machen. Naja, es hat sich seitdem einiges getan. Das ist jetzt fast 2 Jahre her. Und Blizzard hat das Spiel kontinuierlich verbessert und weiter bearbeitet und naja, ich habe es mir dann jetzt beim Release des Addons nochmal genauer angesehen. Das war allerdings leider erst nachdem ich das Talkabout dazu gemacht habe. Und ich bin natürlich mit einer dementsprechenden Skepsis da reingegangen, verständlicherweise. Hier seht ihr mich übrigens mit der Klasse des Addons rumrennen, dem Kreuzritter. Also ja, ich habe das Addon mittlerweile und meine Stoppuhr läuft nicht. Egal, dann starte ich die jetzt nochmal so. Wir sind etwas länger als 30 Minuten. Macht nichts, ist ja auch nur eine grobe Zeitrichtung. Ich möchte jetzt auch nur ein, zwei Krypten hier durchmachen und dann eigentlich auch schon zu meinem Hauptchar gehen. Und ich möchte kurz ein bisschen was zu den einzelnen Klassen, die ich spiele, sagen und wie sie sich verändert haben und was es jetzt alles eben gibt und wie das ausschaut. Grundsätzlich ist es so, wie gesagt, ich habe mir das jetzt mit großer Skepsis angesehen, das mit Reaper of Souls, und habe es zuerst natürlich ohne Addon mal wieder gespielt. Einfach um mal zu schauen, okay, was hat sich getan, was haben sie ohne das Addon gemacht, wie hat sich das entwickelt. Und ich muss sagen, ja, mit dem neuen Loot-System definitiv, ja. Also gut, erstmal die beiden größten Mängel, die das Spiel bis jetzt noch hat. Erstens mal, natürlich, man kann sich die Skills nicht aussuchen, die man erlernen möchte. Anders als in Diablo 2 kann man sich hier nichts zurechtbiegen, nichts zurechtrücken. Das geht dann erst mit dem Addon. Das erkläre ich euch dann aber noch. Oder zumindest man kann sich grob ein bisschen was zurechtdrücken. Okay, wie gesagt, man kann sich noch immer nichts aussuchen. Und der zweite grobe Mangel, den dieses Spiel meiner Meinung noch immer hat, der Schwierigkeitsgrad, naja, er ist nicht mehr, das ist eigentlich kein Minuspunkt mehr. Ich habe mir irgendwo, ich habe mir Notizen machen, bevor ich anfange. Wenn ich dann zock und kommentiere zeitgleich bei so Infovideos mehr oder weniger, endet das meistens irgendwo im Chaos und ich vergesse irgendwas. Jetzt habe ich zum Beispiel den zweiten großen Kritikpunkt vergessen, den ich noch hatte. Achso, da kommt. Also den zweiten großen Kritikpunkt kann ich euch erst später zeigen. wenn ich dann die Klasse wechsle. Scheiß Wirklichkeit, aber bleib stehen. Ja, das ist jetzt auch ein kleiner Kritikpunkt. Die Gegner laufen weg. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern oftmals ein Kilometer oder so. Wenn man da nicht irgendeine betäubende Fähigkeit hat oder so. Nöp. Ist nix. Ziemlich bitter. Noch nicht. Gut, also wie gesagt, momentan der größte Kritikpunkt noch immer natürlich, man kann nichts killen. Ach, verpisst euch doch. Jetzt hau ich ab. Natürlich habe ich den Gelben jetzt auch auf mich gelockt. Das werde ich natürlich gleich wieder verrecken. Ich spiele es mir gerade auf schwer, dem zweiten von 5 Schwierigkeitsgraden, die mir momentan zugänglich sind.
Und das ist am Anfang eigentlich ganz nett, weil man da ein bisschen mehr Erfahrung schon sammeln kann, aber eben auch dementsprechend das Loot findet und das Ganze sich ganz gut sammelt. Das Problem ist nur, beim Kreuzritter jetzt im Speziellen, achso, da war auch ein Kritikpunkt, es gibt momentan noch immer eine Klasse weniger als in Diablo 2. Aber was hier beim Kreuzritter auch noch ein Manko ist, ja, er hält viel aus, er besiegt die Gegner einfach durchs Aussustainen, was eigentlich total mein Spielstil ist. Aber selbst dafür macht er ein bisschen zu wenig Schaden. Das war gerade ein Lag. Das ist natürlich auch ein Manko, der noch immer bestehende Online-Zwang. Das ist, ja. Keine Krone. Sie muss sich in einer anderen also, das ist noch immer ein Punkt, der mich ein bisschen ankotzt, dass ich selbst, wenn ich Solo spielen möchte, ja, Probleme damit habe, eben da die Connection aufrechtzuerhalten, weil jeder hat mal irgendwo am Tag einen Disconnect. Ich habe hier bis zu 4. Und das kotzt halt ein bisschen an, aber nur ein bisschen. Ich habe jetzt, okay, ich habe noch genug Zeit, dass ich die zweite Krypta noch mache. Die Krone des Königs hier zu suchen. Ich möchte euch, wie gesagt, noch, also ich habe insgesamt 3 weitere Chars, einen davon möchte ich euch noch zeigen. Jetzt lege ich mir erstmal hier den anderen Skill wieder an. Das ist natürlich wesentlich nützlicher, meiner Meinung nach. Ja, statt dieses Schildstoßes hier, diesen Flegel, der wesentlich sinnvoller ist. Weil ich hier einfach gegen immense Gegnermassen ankämpfe. Ich war auch größtenteils falsch informiert über das Addon. Also, ich habe da Tests gelesen über Reaper of Souls, die. Und Spielberichte, die überhaupt nicht der Wahrheit entsprachen. Also da gab es ja zum Beispiel das Dingens, was ich auch im Let's Talk About gesagt habe, was natürlich absoluter Bullshit war. Was ich jetzt aber auch erst weiß. Ich habe gesagt, es gibt nur eine neue Fertigkeit für die alten Klassen und 2 neue Runen. Das mit der einen neuen Fertigkeit stimmt, aber diese Fertigkeit hat auch 6 neue Runen und es gibt 2 neue Passive für jede Klasse. 3 neue Passive sogar. Dementsprechend lässt sich das Ganze dann auch noch umbauen. Ja, also ich habe beim ersten Spiel nach dem Release nicht mal das Level 60 erreicht. Ich habe ja nicht mal den zweiten Akt abgeschlossen damals von 4, weil es mir einfach zu blöd war. Und ich sag's euch, wie es ist, ich habe jetzt binnen 2 Tagen von Level 24 auf Level 70 Karabrelle, sehr schön, wir müssen den Knochen zurückbringen. Von Level 24 auf Level 70 gespielt, inklusive Paragon Level 13. Was das bedeutet, sage ich euch gleich, wenn ich zum Erden komme. Ich bin ja noch nicht beim Hauptspiel, ein bisschen chaotisch und alles, sorry. Aber das ist genau das Problem, wenn ich gleichzeitig zocke und sinnvoll meine Meinung revidieren möchte. So, Provokation. Verspottet alle Gegner und bringt sie zu mir. Okay, was haben wir hier? Schlitzen. Das geht schon mal spannender. Lass mich da in Ruhe. Will er umskillen. Nervensägen. Da gibt es halt irre viele Möglichkeiten dann, allein schon im Hauptspiel, wie das jetzt besser läuft als früher. Zum Beispiel war da eben das Problem mit dem Loot, dass sie extrem krass verbessert haben. Also ich habe mit der Magerin angefangen auf 23 oder so, oder 24. Keinen Plan mehr. Und hatte halt im Prinzip nix. Ich war am Anfang total unterpowered und hatte nicht im geringsten eine Chance. Und, naja. Das hat sich jetzt auch geändert, weil, ich habe dann
Naja, ich habe es noch auf normal weitergespielt, also am niedrigsten Schwierigkeitsgrad am Anfang, um einfach mit dem neuen Loot-System Gegenstände zu finden. Und lass es 15 Minuten gewesen sein, dann hatte ich die erste bessere Waffe, die nach dem neuen Loot-System gedroppt wurde, und die groben Rüstungen, die grundsätzlichen, hatte ich neu. Und danach war es eigentlich total entspannt und ich habe mich echt gelangweilt und habe es dann relativ schnell auf schwer und auch kurz darauf auch wieder auf Profi gestellt. Weil ich mich einfach zu leicht durchgespielt habe. Und das war irgendwie so ein bisschen Depri, aber dann habe ich eben auf Profi gestellt und dann ging es eigentlich leicht fordernd, aber doch recht schön weiter. Und es war halt schön fordernd, aber nichts wirklich, wo ich sage, okay, das packe ich nicht. Und auch nichts dabei, wo ich sage, okay, das war zu leicht. Also das war genau der richtige Dingens. Das ist übrigens eine schöne Nebenquest hier, die einfach zusätzliche Erfahrung bringt. Magischer Dolch, mehr Schaden, mehr Heilung. Das wäre eigentlich ganz schön. Hm? Hier auch, mehr Schaden, mehr Zähigkeit. Dafür kostet es mir halt Heilung. Andererseits wird das gerade mit der Waffe kompensiert. Ja, passt. Also da kann man sich immer so ganz schön... Aber man sollte sich übrigens nicht nur auf die prozentuellen Werte verlassen, aber gerade auf den Low-Leveln. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade erst angefangen. Also das ist jetzt doch der erste Dungeon mit dem... mit der Krone des Königs. Da bin ich noch nicht mal ansatzweise dort, wo die Beta damals aufgehört hat. Ja, ist wie gesagt sehr nett, macht eigentlich irre viel Spaß. Mein Problem, wie gesagt, ist noch immer das Killen, aber da hat Blizzard auch zu einem kleinen Teil Abhilfe geschafft. Dazu komme ich dann gleich mit der Magierin meiner, hey, bist du der Schuh weg? Meiner Hauptcharakter quasi, meinem Hauptcharakter. Gutes Deutsch, schweres Deutsch. Andum des, Schnauze. So. Der hat Schnauze. Geht noch was auf? Nein, gut. Ich muss sagen, wie gesagt, hier der Kreuzritter. Ich spiele ihn jetzt gerade zum ersten Mal. Bin eigentlich positiv überrascht davon. Nachdem ich da auch in Reviews gelesen habe oder auch teilweise gehört habe, je nachdem, ob das Video oder geschrieben war. Ja, der ist ziemlich zäh, weil der hält halt nichts aus. Also der hält halt schon was aus, aber teilt halt nichts aus. Wie falsch gesagt, es ist richtig, er teilt mir auch noch eine Spur zu wenig aus, aber es ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, da muss noch mehr. Also, ich komme damit irgendwie klar. Es wäre zwar schön, wenn er mehr drauf hätte, aber ich komme auch so klar. Also, wäre zwar nett, muss aber nicht. Also, ja, kommt ungefähr hin. Dann natürlich die noch bei den alten Klassen haben sie einiges geändert an Fähigkeiten und Balancing und Dingens und überhaupt. Finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Also man hat auch ohne Addon alle Fähigkeiten noch immer natürlich, die man vorher auch hatte. Aber es gibt eben zum Beispiel bei der Magierin das schwarze Loch, das ich euch dann natürlich auch noch zeigen werde. Das klingt jetzt vom Anfang her ein bisschen mächtiger, als es dann Tatsache ist. Also... ich hab's die meiste Zeit über nicht ausgerüstet. Aber es passt doch irgendwie nicht zu meinem Spielstil. Aber dazu dann gleich noch mehr. Wenn ihr, wie gesagt, Probleme hatte mit dem Original Diablo 3, weil ihr auch gesagt habt, okay, das ist nix, weil das ist kein Diablo. Mittlerweile schon. Sie haben zwar die Creep-Zahlen etwas zurückgedreht, also die Dungeons sind bei weitem nicht mehr so voll wie früher. Dafür geben jetzt zumindest gefühlt diese Boni etwas mehr. Zum Beispiel, wie gerade eben, Massaker 15 Monster getötet, Bonus XP. Das fühlt sich irgendwie mehr an als früher, aber ich habe es früher eben auch nicht lang gespielt, von daher kann ich es nicht beschwören. Ich weiß nicht mal, ob es das früher überhaupt gab.
Kann es gegeben haben, wenn ja, habe ich es einfach viel zu schwach in Erinnerung. Außerdem gibt es natürlich die infernalen Ringe, mit denen man auch zusätzliche Erfahrung holen kann. Allerdings braucht man dazu schon mal ein High-Tier, um überhaupt an die Ringe ranzukommen, und dann kann man zumindest die anderen Charaktere relativ schnell nachziehen. Und einmal spielt man es ja sowieso wegen der Story durch, von daher. Die Story ist übrigens extrem gut und extrem episch erzählt, nur mit dem Addon komme ich mich irgendwie überhaupt nicht klar. Ich will euch jetzt von der Story auch nicht spoilern, ich denke nur ganz gerne über solche Stories eben nach und habe da eben gemerkt, okay, irgendwie passt da was nicht. Da komme ich irgendwie nicht so richtig klar damit, weil sich die ganze Attitüde, die ganze Einstellung des Chars irgendwie verändert hat, meines Empfindens nach. Aber da kann ich mich auch wieder extrem in die Nesseln setzen jetzt damit, das weiß ich auch. Und aber irgendwie bleiben nach dem Ende des Hauptspiels an die 30 Fragen offen und 2 davon werden im Addon beantwortet. Und danach stehen halt nochmal weitere 100 Fragen einfach so im Raum, die kein Schwein beantwortet. Das ist zum Kotzen. Also entweder da kommt noch ein Addon oder Diablo 4 dauert ungefähr 8-mal so lange wie Diablo 1, 2 und 3 zusammen. Ansonsten kriegen die gar nicht alle Antworten raus, die allein in Diablo 3 entstanden sind. Plus die übrigen Fragen aus Diablo 1 und 2, die noch teilweise offen sind von der Handlung her, die sie damals sogar besser abgeschlossen haben als hier. Ja. Nicht genug Zorn. Also wem Diablo 3 vom Hauptspiel her schon zu kurz war, den wird's Addon auch nicht trösten. Ich habe irgendwo mal gehört, dass Addon soll so lang sein wie die ersten 4 Akte zusammen aus dem Hauptspiel. Wenn ihr das auch gehört habt, vergesst's wieder, es stimmt nicht. 2 neue Passive, himmlische Stärke, 2 Herren, das sind eine Waffe für. Okay, Inbrunst. Inbrunst bringt es mir momentan mehr, weil ich eine Zweihandwaffe habe gerade. Sonst war nichts Neues dabei, oder? Nein, okay. Level 10 eben der erste Passive, Level 20, 30 und dann erst auf 70 wieder. Habe ich am Anfang ehrlich gesagt ein bisschen krass gefunden, aber ganz ehrlich, bei den Passiven ist teilweise so viel Schrott dabei, je nachdem in welche Richtung man spielt, da kannst du sowieso nicht mehr benutzen als die, die du da eben. Da unten geht's weiter, okay. Da kannst du sowieso nicht mehr benutzen als die 3, die du da eben zur Verfügung hast. Und das ist irgendwie auch ganz okay so, weil, ja, ich zeig's dich dann bei der Magierin, die habe ich auf Frostmagie gedrillt, wer hätte es gedacht. Wobei, die habe ich momentan auf Blitz umgestellt, glaube ich. Das ist halt auch irgendwie ein Vorteil, den man hat, dadurch, dass man eben nicht fixe Skills hat, der aber irgendwie die Personalisierung rausnimmt. Dass man eben einfach mal so die Skills umstellen kann und zack hat man aus einem Frostflächenschaden-Magier einen Single-Target-Arkan oder Blitzzauberer. Und das ist halt. Ja, es ist cool, wenn man sich vor Bossen eben umstellen kann, wenn man weiß, dass ein Boss kommt. Aber ja, so wirklich brauchen. Also ich habe die Boss jetzt mit den Frostflächenschaden Spells, die ich habe. Man kann natürlich auch Frost Single Target Magier stellen oder eben Arkan Blitz Flächenschaden. Ah, hier geht's weiter, sehr schön. Ich kürze die Story ab, weil ich kenne sie schon zum 6. Mal jetzt, glaube ich. Und diejenigen, die es noch nicht gespielt haben, will ich nicht spoilern, wenn sie es noch spielen möchten. Und diejenigen, die es nicht spielen werden, interessiert sowieso nicht. Von daher. Ich komme erstmal raus aus der Tür, damit ich ihn in Ruhe killen kann. Wie gesagt, bisschen mehr Schaden könnte meiner Meinung nach austeilen, muss nicht viel sein, nur eine Winzigkeit. Aber man überlebt es auch so, also.
ist jetzt nichts Tragisches irgendwie dabei. Brunnenreflexion ist auch irgendwie total spannend bis nutzlos bis irgendwie nicht verständlich. Erhöht die übrige Erfahrung, das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Entweder ist es ein Übersetzungsfehler oder man braucht wirklich mehr Erfahrung, um aufs nächste Level aufzusteigen. Tja. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Tja, hast ein Pech, du wirst nicht gefragt, Kanzler Ehrmann. Ich könnte mir natürlich auch die Leben anzeigen lassen, die jetzt mit 1100 nicht so sonderlich groß sind. Aber ihr werdet später sehen, es gibt ja auch Gegner mit ein paar Millionen oder später auch Milliarden Punkten an Lebenskraft. Und das ist halt ziemlich zäh. Ich muss zurückkehren. So, jetzt haben wir das Stadtportal und jetzt geht es erstmal zurück zur Stadt und geben die Quest ab. Und dann, nein, die Quest gebe ich nicht ab, weil da kommt eine Videosequenz. Ich verlasse das Spiel jetzt einfach so. Speicherpunkt gab's ja. Wir müssen jetzt nur noch mit dem Schmied sprechen. Und ich wechsle jetzt den Charakter. Und zwar auf Absander, die Magierin. Ja, ihr seht schon, ich hab's irre krass mit den Namen. Ich bin wieder mal wahnsinnig geistreich. Ja, egal. Und mit dieser werten Magierin bin ich im Abenteuermodus. Das ist schon ein Teil des Addons. Da kann man eben auf Kopfgeldjagd gehen oder einfach die Welt zum Spaß erkunden und sich durch die Scharen klopfen. Oder aber auch diese Riftwalks machen, also wo man einfach gewisse Gegnerbereiche nach und nach immer wieder klären muss. Dazu braucht man aber diese Kopfgeldaufträge, weil man dafür die Portalsteine kriegt. Mit der habe ich eben die Story schon komplett durch und dementsprechend noch alle Spells. Sie sind momentan auch das schwarze Loch drinnen, aber zeige ich euch auch gleich. Auch mit den Runen hier, je nachdem kann man es eben auf Arkan, Feuer oder Eisschaden oder Blitzschaden umlegen, je nachdem. Meistens benutze ich den Arkon. Quasi, nicht nur quasi, sondern ist eine Verwandlung in einen Arkon und mit der drückt man halt extrem viel Schaden. Ansonsten meine übrigen Spells sind gerade auf Eis ausgelegt, deswegen hier auch beim Schwarzen Loch der absolute Nullpunkt. Also ich habe jetzt momentan nur Eisfels ausgerüstet, dementsprechend auch die passive Kaltherzig ausgewählt und die anderen Fähigkeiten einfach, um gewisse Nachteile auszugleichen, die ich habe, weil ich wurde eben, ich bin eben relativ schnell von 40 auf 60 gekommen und hatte dementsprechend schwache Items. Halt demnach nichts aus, drückt nur ein bisschen mehr Schaden als normalerweise und dementsprechend habe ich da einiges zu kompensieren an Sustain. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach irgendeinen Kopfgeldauftrag aus irgendeinem Akt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ihr habt letztens ein bisschen was aus dem ersten Akt gesehen. Ich zeige euch ein bisschen was aus dem vierten Akt. Das schaut gut aus. Silberner Turm 2. Hat nichts mit Silber zu tun, das Silberne Turm, zumindest jetzt nicht mehr. Details in der Story. Das hier ist eigentlich im Himmel, wie ihr vorher gelesen habt, vielleicht. Immer recht Engel. Hier auch schön diese Eisaura, mit der ich auch Schaden fußern kann, das Eisschild. Und vielleicht habt ihr es jetzt genau nicht gesehen, den Vortex. Ja, genau, der zieht halt alle Gegner ran. Wie ein Gravitationsfeld eben. Ja, ist jetzt nichts Aufregendes. Läutert die verfluchte Truhe, die darf man natürlich erstmal finden. Und da kann man dann dementsprechend eben die. Aufgaben erfüllen, Bonuserfahrung sammeln und im Paragon-Level aufsteigen. Und was das genau ist, erkläre ich euch jetzt. Paragon-Level levelt man im Prinzip quasi weg, als wäre man vom Erfahrungslevel her gefühlt auf Level 10. Fängt man bei Level 1 an.
Und kriegt eben Bonuspunkte, die man dann verskillen kann. Da kann man sich dann wirklich verskillen. Wobei, wirklich verskillen kann man sich nicht, weil man kann die kostenlos zurücksetzen jederzeit und anders vergeben. Und das ist gut so, weil Paragon-Level stehen jedem Charakter zur Verfügung. Deswegen hatte mein Nicht-Level 70 Templar, also der gerade erst auf 10 gestiegen ist, auch die 13 Paragon-Level. Und da kann ich eben hier Punkte vergeben. Und zwar für Level Paragon-Level 1 kriege ich einen Basispunkt, für 2 Offensiv, für 3 Defensiv, für 4 einen Abenteuerpunkt. Für Level 5 kriege ich wieder einen Basispunkt, für 6 wieder einen Offensivpunkt und so weiter und so fort. Also es geht immer so der Reihe nach durch. Dementsprechend habe ich hier jetzt auch gerade jeweils 4, also jeweils 3 Punkte in Offensiv, Defensiv und Abenteuer. Und 4 Punkte, also einen Punkt mehr in Basis. Die kann ich, wie gesagt, jederzeit zurücksetzen, kann die bei jedem Charakter einzeln reinsetzen. Je nachdem, was ich eben brauche. Bei der Magierin hier, wie gesagt, musste ich die Leben und die Rüstung und so weiter kompensieren. Und die Heilung natürlich. Hey, da ist die Truhe, sehr schön. Hier spiele ich übrigens auf den Schwierigkeitsgrad Meister. Das ist der letzte vor Qual oder Torment, wie es im Englischen heißt. Mehr verkrafte ich einfach mit der Magierin momentan auch nicht. Ansonsten platze ich selbst wie die meisten Mobs hier. Oder sogar noch schneller. Ich habe gestern mit einem Demon Hunter zusammengespielt, der Paragon Stufe 60 hat. Der hat auf seinem Demon Hunter 600.000 Leben. Ich hatte gestern zu der Zeit noch 200.000. Mittlerweile sind es fast 400.000. Aber aufgrund der geringen Rüstungen und so weiter immer noch zu wenig. Und ich hätte mir vielleicht vorher vielleicht doch die anderen Spells wieder rauslegen sollen. Also vor allem den Archon. Archon. Ups. Spricht man das eigentlich Archon oder Archon aus? Schreibt mir das mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Ich bin der Meinung, man spricht Archon aus. Das ist mit so einem K irgendwie dort drin. Ja. Ansonsten mit meiner Frostnova friere ich die Teile halt ein. Kannst du dann mit meinem Froststrahl zum Platzen bringen, was wieder Frostschaden am und herum verteilt. Oder einfach mit meinen Elektrosalben beschäftigen. So, bevor ich jetzt die Truhenläuterung anfange, was das jetzt auf jeden Fall wieder Flächenschaden brauchen wird. Okay, dann kann ich das schwarze Loch eigentlich lassen, aber ich werde den Schaden. Okay, den Schadenstyp eigentlich auf Frost auch lassen. Weil der Ereignishorizont ist ja auch nicht schlecht, egal. Aber ich werde mir anstelle des Froststrahls, der jetzt gerade mit der Schneeexplosion ist, den Graupelsturm anlegen. Aus dem Grund, weil der schöne Flächenschaden verursacht rund um mich. Also zusätzlich zur Eisrüstung dazu, und das ist natürlich extrem nützlich. Und anstelle des Blizzards werde ich mir anlegen den... Keine Ahnung. Ich werde den Blizzard lassen, aber ich werde den harten Winter anstelle des unerbittlichen Sturms nehmen. Dann hat die nämlich länger. Eine verfluchte Truhe hat immer eine gewisse Zeit, um 100 Gegner zu töten. Was extrem bitter ist, vor allem weil am Anfang die Großen kommen und dann erst später die Kleinen und dann wird es plötzlich eilig. Und mir geht jetzt schon die Arkankraft aus, was überhaupt nicht gut ist. Also in der Hinsicht habe ich auch noch einen Malus, der eventuell mal korrigiert gehört. Nicht mal bei der Hälfte der Zeit und bin schon weit über der Hälfte der Zeit, aber nicht mal die Hälfte der Gegner gehabt gerade. Ich habe es leider nicht geschafft, weil wenn ich geschafft hätte, die 100 Gegner zu töten, hätte ich eine zweite Truhe bekommen. Schade. Und hier habe ich als Begleiter auch den Templer dabei, wer sich das jetzt schon gefragt hat. Einfach damit man der ein bisschen mehr wegtanken kann. Und hier gibt es eben wieder schöne Items, die mir überhaupt nichts bringen. Aber wenn ich eben alle Quests in diesem Bereich abschließen würde,
würde ich dann einen Bonus bekommen, der mich mit noch selteneren Gegenständen oder noch besseren Gegenständen rauslässt quasi. Aber ja, ich wollte einfach nur mal kurz herzeigen und ja, ich habe einen Paragon-Level wieder bekommen, zumindest offensiv. Warum auf Angriffsgeschwindigkeit? Ganz einfach, weil ich Arkankraft zurückbekomme, wenn ich mehr Auto-Attack-Spells, also mehr so Blitzhalter rauslasse. Wie gesagt, ich könnte es auch anstelle der Eisrüstung auf Energierüstung umstellen oder auf Vertrauter. Da kann ich dann verschiedene Eigenschaften wieder ausbilden. Der Vertraute wird dann um mich herumschweben und auch ein bisschen Schaden verursachen. Oder magische Waffe stärkt generell meine Angriffskraft mit Kernzaubern. Also linke Maustaste Spells quasi. Und die Passiven hier sind dementsprechend stark. Ich habe es ausgewählt, Verschwimmen reduziert meinen erlittenen Schaden um 17%. Kaltherzig erhöht den Frostschaden. Wenn ich dann umstellen würde auf Arkanschaden zum Beispiel, würde ich den Arkanen Dynamo reinnehmen oder aber auch den, wo ist es? Ist das astrale Präsenz? Nein, ist es nicht. Irgendwo gibt es ja was, was die Arkankraft erhöht. Weiß ich nicht, aber Feuer zum Beispiel, der Feuersturm. Oder eben bei Elektrozaubern die Paralyse. Die extrem bitter sein kann. Außerdem noch Dominanz dabei. Lässt mich, wenn ich einen Gegner töte, einen Schild erhalten. Extrem praktisch auch, um fehlende Vitalität und Leben eben auszugleichen. Und den Elementen ausgesetzt, wenn ich Gegnern Elementarschaden zufüge. Die Schadensart einfach nochmal mehr Schaden zu, aus allen Quellen. Extrem bitter. Je vielseitiger meine Elemente dann sind, umso effektiver ist es natürlich, aber es bringt auch allein beim Eis irre viel. Oder auch sehr gut, hatte ich lange Zeit anstelle von Dominanz instabile Anomalie. Wenn ich sterbe, werde ich mit 45% meines Lebens wiederbelebt. Und stoß Gegner zurück und lasse 30 und 60% verlangsamen. Kann allerdings nur alle 60 Sekunden auftauchen, also unsterblich ist man nicht. Und da gibt es halt noch so viel mehr Zeug, das man eigentlich nur benutzt, wenn man... Ah, da hier ist das Zeitstrom. Arkanschaden, wenn ich einen Gegner austeile, verlangsamt diese um 80%. Hier gibt es noch Glaskanone, das ist ganz nett, wenn ich mehr... Rüstung und Widerstand hätte, dann würde ich nämlich 15% mehr Schaden verursachen, aber 10% Rüstung und Widerstände einbüßen. Extrem lustig, extrem cool, extrem schmerzhaft. Ja, dementsprechend verlasse ich jetzt das Spiel hier wieder. Und gehe noch ganz kurz zum Dämonenjäger über. Der Barbar ist momentan für mich unspielbar. Ganz ehrlich, also ich komme einerseits mit den Spells nicht klar. Andererseits finde ich für den auch keine gute Ausstattung. Wiederum andererseits ist es auch irgendwie eine mittlere Katastrophe, momentan den zu spielen. Meine Dämonenjägerin. Noch ganz kurz, während ich mein Fazit ziehe. Damit bin ich auch gerade in der Story in Akt 1. Diablo 3 wurde im Hauptspiel her schon stark verbessert. Also ich habe es jetzt ohne Addon mit der Magierin von 24 auf 60 gespielt in 2 Tagen. Mit viel Hilfe von Neonym und einem Kumpel von ihm, Ramirez. Danke an euch, Leute. Sie haben mich da ein bisschen hochgezogen, vor allem von Level 43 an dann. Mit der muss ich jetzt überhaupt mal sowieso in die Beutetruhe schauen, weil da habe ich mittlerweile ziemlich viel drinnen. Man muss sagen, das Spiel macht viel mehr Spaß als früher. Den Schrott kann ich verkaufen. Brauche ich nicht mehr. Da komme ich noch nicht hin. Den Schrott kann ich verkaufen. Brauche ich nicht mehr. Ich habe nämlich relativ viele Waffen. Kann ich verkaufen. Brauche ich nicht mehr. Für die... Komme ich jetzt hin? Komme ich jetzt hin? Okay. Macht jetzt schon weniger Heilung. Ach du Scheiße. Ich habe nämlich ein paar Waffen zurückgehalten für den Barbar und für die Dämonenjägerin als Magierin. Aber das meiste Zeug davon kann ich knicken. Finde ich schön. Die Rüstung hier wäre eigentlich besser als die aktuelle hier. Ah. Hä? Ach so, ah.
So. Ja, nicht so viel Schaden, aber hier eben auch gerade bei der Story dabei. Generell muss ich sagen, sie haben extrem viele Sachen verdammt gut hinbekommen. Ja, klar, es gibt immer Gründe rumzuheulen. Wie gesagt, die Online-Aktivität ist ein großes Manko. Dass man gewisse Objekte einfach benutzen kann, obwohl es total sinnfrei ist, ist ein Manko. Ich bin zum Beispiel Ewigkeiten mit einem zweihändigen Streitkolben mit der Magierin rumgerannt, weil ich einfach keine besseren Zauberutensilien gefunden habe. Und dementsprechend ist es einfach nur zum Kotzen. Aber es gibt auch irre coole Fähigkeiten hier, die ich vielleicht nie geskillt hätte, weil sie von der Beschreibung her scheiße sind. Chakram zum Beispiel, rotierende Klinge aus, die eine Steiß in den Gegner reinschlägt. Klingt das nicht so spannend wie zum Beispiel Schnellfeuer. Ja. Hätte ich zum Beispiel vielleicht sonst nie geskillt, macht aber auch irre viel Spaß. Heizt vor allem wunderschöne Schneisen wirklich in die Gegner, die auch relativ viel Schaden verursacht. Ja, dementsprechend kann ich nur sagen, Diablo 3 wurde immens verbessert. An allen Ecken und Enden, oder fast allen Ecken und Enden, wo sie es nötig gehabt haben, um es spielbar zu machen. Ja, ich weiß, ich habe früher immens drüber ausgehauen. Früher ist in dem Fall noch nicht mal eine Woche her, zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hab's ehrlich gesagt auch nicht wahrhaben wollen. Ich habe mich da extrem lange dagegen gewehrt, dass ich sage, ich gebe dem Spiel nochmal eine Chance. Am Anfang war ich noch immer irre skeptisch, hab's aber gesagt, okay, ich level mich da mal hoch bis 60, einfach um da nochmal einen abschließenden Blick drauf geben zu können. Und bin eigentlich ziemlich happy damit. Hier ist übrigens, wenn man Paragon-Level noch nicht vergeben hat, weil man zum Beispiel eben ja, den Charakter seitdem nicht gespielt hat, seit man Paragon-Level hat. Ja, man kann, wenn man Shift gedrückt hält, auch bis zu 10 auf einmal vergeben, weiß ich auch durch Bekannte. Ich finde es ehrlich gesagt jetzt ziemlich cool. Es ist nicht wirklich das Diablo 3, das ich mir erwartet habe. Wenn ihr eher sowas in Richtung Diablo 2 sucht, empfehle ich noch immer eher Path of Exile. Was ist heute los da draußen? Wenn ihr aber sagt, okay, ihr wollt unbedingt wissen, wie es im Diablo-Universum weitergeht und ihr wollt das Buch nicht lesen oder sonst irgendwas, gibt es ja mittlerweile auch Diablo 3 das Buch. Dann klatscht einfach mal das Spiel rein und spielt's. Es ist irgendwo zwischen Titan Quest und Darksiders. Irgendwo da mittendrin würde ich es einreihen. Ganz cool. Noch immer nicht zu 100% das, was man erwartet hat. Aber auf jeden Fall spielenswert. Und ja, vor allem mit dem neuen Loot-System ist die Suchtspirale wieder da, die Diablo ausgemacht hat. Bessere Waffe, bessere Begleithandwaffe, bessere Rüstung, bessere Harnisch, bessere Kappe, bessere Waffe und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, schaut einfach mal rein. Es kann eigentlich nur schaden. Und dementsprechend habe ich, wenn ihr Bock drauf habt, das anzutesten. Moment, ich schau mal kurz, dass ich nicht lüge. Einen Diablo 3 Test Key für 10 Tage ist das, glaube ich, eine Probeversion. Da könnt ihr das Ganze dann 10 Tage lang testen. Ich glaube, ich habe noch einen zweiten vom Hauptspiel. Ich bin mir aber nicht sicher, ob der noch gültig ist.
weil ich nicht weiß, ob ich den schon mal vergeben habe. Wenn ihr da Bock drauf habt, dass ihr das mal austesten wollt, schreibt mir eine PN auf YouTube und oder auf meinem Blog. Wenn ihr da einen, wenn ihr da ein Konto habt, und alle, die sich bis, ich sag mal, eine Woche nach diesem Video-Release, weil ja viele immer erst am Wochenende schauen, gemeldet haben, unter denen verlose ich dann diesen Key. Das Ganze wird wahrscheinlich im Livestream passieren, weil ich das hier auf dem Montag freigeben werde. Insofern wird das Ganze live sein und Dingens. Rechtsweg ist ausgeschlossen und so weiter und so fort, bla 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 bla. Wenn irgendwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, sprich, da wird rumgemault, dann kriegt keiner den Key und so weiter und so fort, wie eben bei den bisherigen Gewinnspielen auch. Insofern wünsche ich euch eine traumhafte Zeit, habt Spaß, was ihr mir ja auch macht. Einen Key gibt's auf jeden Fall. Wenn ich den zweiten Key noch habe und der funktioniert noch, werde ich einen zweiten auslosen. Also da werde ich natürlich nicht eingeben und testen, dann müsst ihr dann testen, aber ich weiß wie gesagt nicht, ob ich den noch habe. Und deswegen wünsche ich euch eine wunderbare Zeit, habt Spaß, was ihr mir auch macht und wir sehen uns dann im nächsten Let's Have Fun wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.